21 Grad draußen und sehr viel wärmer wird es auch heute nicht. Sonnig und blauer Himmel. Lien ist unterwegs im World Market, denn da gibt es einen Adventskalender mit Schokolade, kann aber nichts Besonderes sein, für Lau heute. Da ist er hin, unterwegs. Amazon hat es geschafft und das hat Lien mir hier ins Schlafzimmer gebracht, warum auch immer. Die standen heute Morgen um 8 Uhr vor der Tür und haben tatsächlich die Route geliefert, die sie ursprünglich liefern wollten. Beziehungsweise, das habe ich noch nicht gecheckt, das Paket haben sie auf jeden Fall geliefert, was eigentlich erst am Montag ankommen sollte. Naja. Immerhin, das werde ich gleich mal checken. UFC läuft heute den ganzen Tag und das ist auch schon eine Weile dran. Habe ich kurz mal reingeschaut, aber hatte ich jetzt noch keine Lust zu gucken. Eventuell gibt es einen sehr nicen Sonnenuntergang. Auf jeden Fall gibt es eine schöne Struktur im Himmel. Ich weiß nicht, ob die Lilian noch mal zwischendurch zurückkommt oder direkt den Sonnenuntergang fotografiert, denn die wird das wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Wenn sie noch mal zurückkommt, dann fahre ich auf jeden Fall mit. Aber es sieht so aus, als wäre. Denn die ist schon über eine Stunde unterwegs und zum World Market ist es eigentlich nur 10 Minuten. Heute Abend gibt es Hühnchen, ein ganzes Hühnchen hat sie irgendwie geschenkt bekommen. Und das wird heute im Backofen geröstet. Geröstet? Nee, wie sagt man denn auf Deutsch? Im Backofen zubereitet zumindest. Naja, ich bin mal gespannt. Oh, wir haben noch so viele Mandeln, die bearbeitet werden müssen. Wir haben hier immer noch mindestens 1, 2, 3, 4, 5 kleinere Büdel voll und die müssen zumindest in die von der äußeren Schale entfernt werden, denn da schlüpfen ohne Ende Viecher raus und die müssen dann hier täglich von der Decke gekillt werden. Naja. So, jetzt gucken wir, ob die Länge gleich zurückkommt. Ansonsten weiß ich auch nicht. So, sieht so aus, als hätten die mir tatsächlich mal die richtige Rolle geschickt. Diese Rolle soll ja, beziehungsweise warum ich das alles erst gemacht habe, diese alte Rolle hier ersetzen, denn die tut es nicht mehr. Die Backlaufsperre, also alles war kaputt. Und wenn man halt die Combo bestellt, dann bekommt man obendrauf für 20, $30 eine Route, die normalerweise 60, 70. Und die Route ist, die ist auch okay. Ich hätte gedacht, die wäre ein bisschen länger, aber die ist okay. Das wird Spaß machen mit der Striper und alles Mögliche zu fahren. Besonders weil das meine Spinnenroute ist und ich ja mit der Zeit nur Bite-Casting-Routen benutze mit all meinen Spinnrollen. Ja, die Ende immer noch nicht da. Sonnenuntergang nähert sich dem Peak. Also Sonnenuntergang ist, glaube ich, in ja, 10, 15 Minuten. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie nochmal zurückkommt. Vorm Sonnenuntergang. Ah, naja. Bleibe ich wohl heute mal in der Bude, hä? Also das Gute ist, mit der Amazon-Bestellung war alles okay. Habe ich gerade die 30 Pfund Braided Line draufgezogen. Und da das eine One-Piece-Rod ist, das heißt, man kann die nicht in zwei Teile ja, auseinandernehmen, mehr oder weniger, habe ich mir auch noch so einen Sockel, heißt ja, Rodsock. Also sozusagen eine Rutensocke, die verhindert, dass die Ösen oder wie man das auch auf Deutsch nennt, Schaden nimmt beim Transport und wie auch immer. Und da konnte ich die andere One Piece Rod auch in eine Socke packen. Das heißt, die sind jetzt schön geschützt. 30 Pfund Braided Line habe ich schon draufgezogen. Sieht gut aus. Und ja, jetzt muss ich natürlich noch den praktischen Test mit der vollziehen. Eventuell gehen wir morgen mal zu dem Pond von der Tante oder so. Die haben da so einen privaten Pond. Und da sollen wohl Barsche und Catfish und sowas drin sein. Naja, ein Problem habe ich trotzdem. Das Internet, das unterbricht alle 30 Sekunden. Das macht mich gerade wahnsinnig. Denn
Alles unterbricht dann immer. Ja, Lien ist wieder, es ist schon so gut wie dunkel draußen und Lien ist nicht wieder zurückgekommen, warum du dann schon gegangen hast, aber habe ich mir fast gedacht. Die macht wahrscheinlich gerade Fotos. Wenn es ein cooles Foto gibt, dann blende ich das jetzt ein. Und wenn nicht, dann nicht. So, UFC läuft immer noch. Gucke ich mir wahrscheinlich jetzt den Rest live an und dann später die Prelims und so weiter in gestochen scharf. Ja, später. Na, Mandeln müssen wir heute auf jeden Fall bearbeiten. Das habe ich vor. Und ja, wenn mein Finger hier immer noch ein bisschen komisch aussieht, also sieht man wahrscheinlich bei dem Licht nicht so geil, aber irgendwas trocknet da immer aus. Und das passiert auch nur, wenn ich irgendwie am Wasser unterwegs war. Also entweder sind hier Chemikalien im Wasser oder an der Angelroute oder sonst irgendwas. Denn wenn ich 2 Tage nicht angeln gehe oder drei, dann verschwindet das. Also ist irgendwie komisch. Ah, naja, auf jedem Produkt hier in Kalifornien zumindest ist ja immer so eine Warnung, beinhaltet bla 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 Ingredients, die halt zu Krebs führen können und so weiter, aber nicht zu sowas Komischem. Naja, damit schlage ich mich ja schon seit 2 Jahren mit rum. Ich habe zwar hier diese krasse Salbe aus Deutschland, aber die nützt auch nur peripher bzw. vorübergehend. Naja. Jetzt warten wir mal, bis die Lern zurückkommt. Der Nachbar, der grillt mal wieder und die ganze Bude riecht nach Rauch. Oh, und kühl wird es auch langsam wieder. Oder bereits. 69 Grad Fahrenheit haben wir es hier drin. Naja. Während hier der Hühnchenduft schon durch die Wohnung zieht, ist es endlich Zeit für UFC Main Event. Da bin ich mir sehr gespannt, denn das Co-Main Event, das ging aus mit einem Tie, also unentschieden. Also es ist nicht sonderlich üblich, aber jetzt bin ich mal gespannt, denn das Main Event ist immer das Beste. So, Abendessen ist fertig und bereits 10 nach 8. Und die Lena hat mich zwischendurch gefragt, ob und wie man denn bestimmen kann, ob das Hühnchen fertig ist. Ich denke, es ist fertig, you know? I poked it and it's clear, so. Ja, es ist auf jeden Fall, for how long was it in the oven? More than 90 minutes, like. Ja, 1,5 Stunden war es im Ofen und das sieht auf jeden Fall ziemlich lecker aus und duftet auch wie irre nach dem leckeren Und das Gewürz. ist Butter und die. Also Butter und dieses Gewürz von zu Hause, was wir immer benutzen, für Hähnchen, denn es gibt nichts Besseres als dieses Hähnchen Gewürzsalz. Ja, Ja, das macht das super lecker. Rice. UFC ist auch vorbei, das Main Event. Langweilig, kein K.O., ging durch die Entscheidung und dann war es, naja, war auf jeden Fall nichts. Und Kartoffelbrei Selbstgemachten und Kartoffelbrei Reis. und Reis, alternativ. Also alles, was das Herz begehrt, gibt es. Der Kartoffelbrei, der ist immer besonders lecker, weil die Lien selber stampft und dann immer so kleine Stückchen übrig lässt. Und der Reis, das passt natürlich eigentlich ein bisschen besser zu Hühnchen. So, jetzt wird lecker gegessen und dann müssen wir mal sehen, was der Abend noch so bringt. Eventuell haben wir überlegt, Mandeln zu machen, aber die Lien ist auch fleißig am Arbeiten. Die hat den Auftrag bekommen, ein neues Logo zu kreieren für eine Apfelfarm. Und die muss ein neues Logo kreieren, was man auf die Apfelsaftflaschen machen kann, aber auch an Schildern überall. Das heißt, die hat keine richtigen Vorgaben bekommen, sodass sie da mehrere Sketche machen muss. Nicht Sketche, Scratch, wie auch immer. In Deutsch, ich weiß nicht. In Englisch, sketch. Also, die muss auf jeden Fall ein paar Vorschläge unterbreiten und da soll dann halt eine Apfelranke rein und keine Ahnung, alles Mögliche. Und da ist sie von morgens bis abends, beziehungsweise eher von abends bis nachts damit beschäftigt, ihr Scratchbook. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Wie auch immer, da zu zeichnen. Aber jetzt gibt es erstmal lecker Abendessen, denn wir haben beide Hunger. Nichts gegessen heute. Warum bist du so lange im Backofen und dann ist nicht fertig? Das ist 90, more than 90 Minuten. So, es sieht so aus, als wäre das noch nicht ganz durch. Zumindest die Beine und da, wo uns tief Ja. einschneidet. Aber
Mal sehen. Bananenbrot oder Banana Bread? Mit Schokolade. Mit Schokolade. It's chocolate chips, but you. Ohne Schokolade. Yeah. Zwei verschiedene. Warum? It's lecker.